So, ein herzliches Willkommen zu Conan Exiles. Wir sind wieder ganz am Anfang, denn, ganz am Anfang, denn man könnte sagen, wir haben im Lotto gewonnen, in Anführungszeichen. Wie ihr mitgekriegt habt, sind wir diverse Male, sind wir diverse Male vom Server geflogen. Weil der Server, der uns gekickt hat, exakt die gleiche IP hatte wie unser Server. Die Server wurden quasi zur exakten Zeit erstellt. Es ist eine Chance von 1 zu 10.000 oder sowas, dass sowas vorkommt. Das heißt, dann wurde die gleiche oder dieselbe IP-Adresse zugeordnet. Entsprechend fangen wir jetzt neu an. Wir haben eine neue IP gekriegt. Und dürfen jetzt nochmal komplett von vorne anfangen. Das heißt, der XXL-Stream, den wir gemacht haben, the gods are watching. Der ist gleich null. Und deshalb fangen wir jetzt nochmal an. Das. Hi! Hi, Elfe! Cool, dass du da bist. Ich hätte gern die... So wie da. Die Augenbrauen sind okay. Augenschatten passt. Lippen... Ja, passt auch. Gesichtsdetails... Ich hätte gerne hellere Augen. Wie lange wollt ihr heute machen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir ein bisschen Statur rein. So. Komm schon, Scroll. Passt. Charakter wird erstellt. Was sind wir denn diesmal? Schädigung eines Tempels, Überspringen von Kombos, Betrug eines Barons. Yep. Genau. Gut. Was Bomi gemacht hat, jetzt für heute die Erfahrungspunkte hat er hochgestellt, das Sammeln hat er hochgestellt und alles Mögliche. Genau. Wir werden uns gleich wieder am Dings treffen und dann uns was suchen. Intro. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified. And left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. Come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might
might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead woman. So, wunderbar. Da sind wir wieder. Es wird heute klappen, Elfe, definitiv, denn wir haben quasi einen neuen Server. Wir haben eine neue IP gekriegt, weil diese Barbarian Hooftown hatte dieselbe IP wie wir. Deshalb wurden wir gekickt, wenn dieser Server online gegangen ist, und sie wurden gekickt, wenn wir mit unserem Server online gegangen sind. Und jetzt können wir neu anfangen. So. Ja, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Hier kann man was. Geschichte. Behold, Bonded One. The very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways, by the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Das hat nichts mit der Professionalität von G-Portal zu tun, sondern es ist, da können auch die nichts dafür. Das ist so eine geringe Chance, dass zwei Server zur exakt gleichen Zeit fertiggestellt werden. Da können die auch nichts für. Das ist eine Chance von 1 zu 10.000 oder sowas. Und wir sind halt der eine Server, bei dem das jetzt passiert ist. Von daher können die auch nichts dafür, aber... There are others here, slaves, bandits and cannibals, exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun with the glittering spires, Belverus, has forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence, and this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Abschlusstestkontrollen können immer mal irgendwelche Fehler passieren. Das einzig Ärgerliche, sage ich mal, jetzt ist, dass die 6 Stunden, die wir gestern gestreamt haben, quasi für die Katz waren. Psst, reg dich nicht auf! Gods curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe.
Wir können, aber es sollte nicht. Das ist unprofessionell. Ja, es ist jetzt, wie es ist. Ja, es ist schade für uns, aber Bombi hat quasi das Sammeln hochgestellt, die Erfahrungspunkte hochgestellt. Zumindest jetzt für den ersten Tag heute. Und dann sehen wir mal weiter. Yay, ich hab gegessen. So, da ist drüben fleißig am Reden, da kann man ja. Yep. Es kommt hier auf euren Server ganz viele Specials. Wir haben jetzt auch ein paar Mods installiert. Jetzt keine, die hier uns das Leben zu sehr vereinfachen. Aber halt, ist glaube ich ein Stacking-Mod dabei oder sowas. Bombi hat da so ein lustiges. Komm schon, ist mir der Name entfallen. Google-Dokument, genau, da steht alles drin, was wir für Mods haben und so weiter. Ja, genau, ein Glück ist der gesponsert und uns geht nicht das Geld flöten. Da hast du recht. Da hast du recht. Da hast du recht. Ja, ihr seht das auch hier. So. Können wir es gleich auch ein bisschen verteidigen, zumindest. So, wie sieht's denn bei dir aus? Ich bin am Wasser. Sehr gut, ich komme dahin. Alles klar. Ich bin auf dem Weg, ich hole mir gleich mal was zu futtern. Ach, nee, das bist du nicht. Ah, da sind ein paar Exilanten, das ist schön. Es geht gerade ganz schön schnell mit den Leveln, ne? Ja, ja, das ist wahr. Ja, wir werden, ich denke mal, wir werden irgendwann den EP-Bonus so ein bisschen wieder wegnehmen und dafür dann ja, den Harvesting oder den Harvesting-Bonus halt lassen. Ja, ja, ja. Weil ich meine, Steine brauchen wir eh unendlich wieder. Ja, ja. So, wo bist du eigentlich? Am Wasser. Also ich bin bei der zerstörten Brücke gerade. Da hinten? Ja, aber ich würde jetzt Richtung Wächter laufen. Dann lass uns bei den Wächtern treffen. Okay, lass uns bei den Wächtern treffen. Wunderbar. Da muss ich nicht so weit laufen, da bin ich nämlich. Gut. Da ist ein Krokodil. Lass mir mal Kroko sein. Da sind sie, die Wächter. Da ist auch gleich ein Typ, mit dem man reden kann. Ist das nicht schön? Kann man ein Emote lernen? Hi. Another new one, eh? Yep. I could smell it on you. Veterans tend to smell just a little more like despair. Hi, Marcos. Hi, Arcus. Once a sailor, now a wanderer. You didn't think you were the only one, did you? You should go up north. There's whole cities of exiles up there. Erzähl mir mal ein bisschen was. Only a few of us. But now, seems like fresh-faced fools are showing up every week. Okay, nein, du kriegst mir den Rücken zu. Wir müssen uns noch überlegen, wo wir jetzt zielen. Wir wollen ja woanders zielen, haben wir gesagt, ne? Haben wir so ganz privat im stillen Kämmerlein besprochen. Yep.